Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Letztes Mal haben wir mit Laguna einen Film gedreht. Und dieses Mal müssen wir noch kurz bei unserer Mutter vorbeischauen. Ich mache das, also ich gehe zu ihr kurz offscreen, weil ich stehe vor ihrem Haus. Also es dauert etwas, bis ich drin bin. Und drinnen sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind endlich bei unserer Mutter. Und sie wollen wir jetzt fragen, ob sie uns irgendwie sagen kann, wie wir zu Elion kommen. Also wir wissen ja zwar, dass Elion bei den Weißen Seeds untergekommen ist. Das war ja bevor ich auf Urlaub gefahren bin. Die letzte Folge, glaube ich, also die haben sie abgeholt. Und unsere Mutter sagt uns jetzt, dass sich die irgendwo in einer Bucht des Kontinents verstecken. Und wir kommen nur auf das Schiff, wenn wir den komischen Brief hier haben. Genau, damit werden sie uns willkommen heißen. Das Problem ist, die Bucht des Kontinents ist nur sehr vage definiert, weil ich schaue kurz raus. Mit Kontinent meint sie den Zentralkontinent, auf den wir jetzt gerade sind. Und der hatte relativ viele Buchten. Und wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss, dann kann das ziemlich mühsam werden. Ich zeig's euch gleich. Und zwar, das ist der Zentralkontinent hier. Das gehört alles zum Zentralkontinent. Und irgendwo in deren Buchten verstecken sich die. Und ich glaube, sie sind westlich. Also am westlichen Kraterrand oder so. So, dazu müssen wir hier mal nach etwa nach Norden fahren. Und wie gesagt, die sind relativ schwer zu finden. Am besten man fährt gleich mal in den Krater rein und orientiert sich dann irgendwie im Westen. So, irgendwie. Vielleicht sind sie auch hier irgendwo gleich. Es könnte nämlich sein, dass wir gerade vorbeigefahren sind. Nein, hier nicht. Ja, auch nicht. Das Problem ist nämlich, dass die Klippen hier so hoch sind, dass man nicht wirklich sieht. Na, ich renne nicht da runter. Dass man nicht wirklich sieht, wo sich das Schiff versteckt. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo sie sind. Nämlich hier rechts. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, genau hier. Das Schiff ist so klein, dass es hinter den Klippen verschwindet. Und das zu suchen ist zeitweise ziemlich mühsam. Also, wenn man nicht genau weiß, wo es ist, dann. Dann ist es ziemlich. Dauert es meistens ziemlich lange, bis man es findet. Ja, wir wollen Elion sehen und. Ja, ist jetzt keine Feinde? Genau. Die haben Elion abgeholt und irgendwie vertrauen sie uns nicht, solange wir ihnen nicht den Brief zeigen. Das heißt, wir müssen dem Anführer, der jetzt mit uns geredet hat, folgen quasi, der ist auf der Brücke zu Hause. Moment. Genau. Weil bevor wir mit dem nicht den Brief zeigen, können wir keine Informationen von den Weißen Seeds erlangen und wissen dadurch nicht, wo Elion ist. Gut, und auch auf dem Schiff befinden sich Watts und Ton. Leider haben wir schlechte Nachrichten für die. Abgesehen davon, dass sie von den Weißen Seeds irgendwie gerettet wurden, weil sie ins Meer gesprungen sind. Die großartige Idee hatte Laguna auch schon mal, genau. Ja, wie auch immer. Wir haben noch eine schlechte Nachricht für die beiden, und zwar, dass es Rinoa nicht allzu gut geht. Und nachdem wir gegen Idea gekämpft haben, ist Rinoa ja so quasi ins Koma gefallen oder so. Ja, Tom freut das nicht wirklich. Abgesehen davon erzählen die beiden nicht wirklich interessante Sachen. Nur, dass wir halt zukünftig vielleicht auf Rinoa etwas mehr Acht geben sollten. Und, ja, dass sie immer noch vorhaben, Timber zu befreien. Gut, und wir können Zorn kurz. Ah, gehen wir zuerst auf die Brücke. Also, der Anführer, dem wir den Brief zeigen müssen, ist rechts in der Kajüte. Bevor wir aber rechts hingehen, sammeln wir hier noch eine Team Maniacs auf. Das ist jetzt wirklich aber die letzte vor der einen, die noch im Schumidorf liegt. Und dann sprechen wir mal mit Tom. Oh, cool. Das freut mich für dich. Und was hast du noch zu sagen? Naja, er kann jetzt ein Schiff steuern. Es ist doch nicht so einfach wie Züge, aber offenbar hat er es trotzdem gemeistert. Ja, und wir haben natürlich ein super tolles Magazin für ihn aufgesammelt.
Das haben wir, glaube ich, auf CD1 irgendwo aufgesammelt. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Und wir könnten sie ihm verkaufen um 25.500 Gil. Da wir aber die Kohle überhaupt nicht brauchen. Und dadurch, dass er uns andere Sachen gibt, wenn wir sie ihm einfach so umsonst geben, geben wir sie es einfach so. Und für das bekommen wir ein Namensschild. Damit kann man GFs quasi umbenennen. Und die Shiba-Karte. Ganz cool. Also, da nehme ich das lieber das als die 25.500. Die bekommen wir sowieso alle paar Schritte. Gut, was hat Watts noch zu sagen? Ja, fragen wir nur über Elion, also ob er irgendwas weiß. Ja, ich glaube, sie ist ganz hübsch, ja. Wie jetzt abgeholt. Hä? Sie wurde von Esther-Soldaten abgeholt? Wieso soll sie. Ist nicht in Esther die andere böse Hexe? Das verstehe ich nicht. Na, wir brauchen sonst nichts mehr. Wir wissen eh, wo der Anführer ist. Einfach hier rechts in die Kajüte gehen. Und dann dem Typen den Brief zeigen. Das Problem ist, wenn man den Brief hier noch nicht mit hat, reden die nicht mit uns. Und dann müsste man zurückgehen gehen zu Edea, falls man das überhaupt weiß. Und zuerst den Brief holen. Und das dauert ziemlich lange. Okay, natürlich sind die weißen Seeds sehr erfreut darüber, dass wir ihre Mutter, also dass wir unser aller Mutter gerettet haben. Ja, ist die Frage, woher? Also, ich weiß nicht genau. Soll das irgendwelche. Soll uns das irgendwas sagen oder? Hier gibt es einen Holy Drawpunkt. Gleich mal mit Squall drawn. Wir brauchen Holy nicht so wirklich, aber. Besser als gar nichts. Ja, wir suchen Elion. Und irgendwie haben wir gehört, Elion ist von den Esther-Soldaten entführt. Oder wie auch immer. Oder abgeholt worden. Offenbar war sie ja glücklich darüber. Warum auch immer. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war, bevor ich nach Hongkong gefahren bin. Schon einige Zeit her. Ja, leider gibt es jetzt hier. Genau. Leider gibt es hier ziemlich viele. Also eine ziemlich lange Story-Sequenz. Und bis sich das nächste Mal wirklich wieder was in der Story tut, dauert es noch einige Zeit. Das ist natürlich nicht so gut, wenn man von der galbadischen Marine verfolgt wird. Ja, da bin ich geschafft. Bin gespannt. Ah, ein Esther-Schiff ist quasi zur Hilfe gekommen. Leider sehen wir jetzt keine Rendersequenz von einer tollen Seeschlacht. Hätte hier ganz gut gepasst, aber man kann leider nicht alles haben. Was genau? Ist nicht. Sind die nicht. Genau, sind die nicht irgendwie auch von einer bösen Hexe kontrolliert? Oder zumindest gibt es da eine böse Hexe? Haben wir vorher von Edea quasi persönlich sogar gehört. Was ist mit Elion eigentlich? Warum? Was macht sie da vorne? Hey, da bleiben! Ja, ich verstehe das im Moment dann jetzt auch nicht. Vielleicht wollte Elion unbedingt nach Esther, aus welchem Grund auch immer. Okay. Naja, offenbar. Wir wissen ja gar nicht, ob es ihr schlecht geht. Nur die Frage, wie wir jetzt nach Esther kommen. Wir sind nämlich wieder zurück auf der Brücke und
Hey, wieso dauert das so lange? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, der Chef hat gesprochen. Aha. So, wir legen ab. Wir werden aber, bevor wir nach Esther gehen, noch ein kurz etwas anderes machen. Und zwar nehmen wir dazu Cell mit. Die Kopplungen von Cell natürlich austauschen. Und bevor wir uns mit dem Esther-Zeug da und so beschäftigen, gehen wir nach Barnum. Dadurch, dass das aber ein ziemlich weiter Weg ist, mache ich das alles offscreen. Und wenn wir in Barnum sind, also in der Stadt Barnum sind, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind in Barnum Stadt und der Grund, warum ich Cell hier mit habe, ist folgender. Wir gehen wieder mal zu seiner Mutter und fühlen ein kurzes Gesch. Hallo, was ist hier los? Hey, wer ist das? Hey, wer bist du? Ah, das ist die Mutter der Rotznase. Cool. Egal. Wir wollen zuerst mit Cells Mutter reden. Ah, ganz gut, ja. Naja, hat sie nicht mehr zu sagen? Ah, wir müssen noch etwas erledigen. Vielleicht sagt sie noch etwas. Ich weiß nicht genau, ob sie noch. Also zweimal muss man sie auf jeden Fall eher ansprechen, bis der Dialog kommt. Und dann gibt es etwas ganz Tolles, etwas, das ich bei den ersten paar Malen eigentlich nie gewusst habe, dass es das überhaupt gibt. Und zwar gehen wir jetzt kurz ins Hotel. Und werden hier kurz mal übernachten. Hallo? Ja? Genau. Übernachten kurz und dann passiert etwas Tolles. Okay, oder vielleicht auch nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Moment kurz. Und ich weiß auch schon, was ich falsch gemacht habe, weil wir müssen nämlich, hier kommt, wenn alles richtig läuft, in dem Screen, vielleicht müssen wir noch mal raus und reingehen. In dem Screen kommt normalerweise so ein kleines Mädchen oder so ein junges Mädchen in den Bildschirm von unten. Und mit dem müssen wir reden, bevor wir mit Cells Mutter reden. Das habe ich leider vergessen. Sollten wir die Sachen genauer aufschreiben? Ah ja, hier. Ja. Okay. Das ist übrigens das Mädchen mit den Zöpfen aus der Bücherei, das wir schon einige Male besucht haben. Ja, die. Ah, kannst du bitte aus dem Weg gehen? Danke. Die haben wir schon geredet. Die Rotznase haben wir übrigens auch gesehen. Die läuft da immer nach links raus aus dem Bildschirm. Und jetzt war vielleicht das Mädchen hier? Aha, okay. Schade. Und jetzt müssen wir eine Nacht im Hotel verbringen. Dann passiert etwas Lustiges. Also, Cell in die Party nehmen, nach Barnum gehen, mit dem Mädchen reden, mit seiner Mutter reden und dann. Hallo? Kann ich hier übernachten? Ja. Dann hier übernachten und dann ist Cell offenbar gleich kurz verschwunden oder so. Ja, wir hören schon, die Musik hört auf. Ein riesengroßes Fragezeichen. Wo ist Cell? Hey, wir hören unten eine Stimme, die Stimme einer Frau. Hey, und das ist ja schon das Mädchen. Ja. Sie hat nämlich den Namen Bücherdienst. Und was uns der Bücherdienst zu sagen hat und was da drauf steht, das sehen wir als nächstes Mal, wenn es da heißt Let's Play Final Fantasy 8. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.